Herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Jahn Regensburg. Ich begrüße die beiden Trainer Mersat Selimbegovic und Daniel Mayer und darf Sie dann bitte direkt um Ihren Kommentar zum Spiel bitten. Vielen Dank, guten Abend. Ja, erstmal Glückwünsche zum Sieg, Kollegen Braunschweig. Ja, wir haben nicht so schlecht begonnen, wir waren richtig gut in dem Spiel, hatten auch die ersten Torschanzen, aber mehr oder weniger das Ganze kontrolliert. Dann haben wir einen langen Ball, zweite Ball nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob das dann abseits wäre oder nicht, wenn ein Kaufmann, glaube ich, Tor gemacht hätte, die erste Chance. Und dann Braunschweig noch zwei im ersten Halbzeit. Es war ein offenes Spiel, aber ich habe so gefühlt gehabt, dass wir ein bisschen näher dran sind, Tor zu machen. Zweite Halbzeit haben sich beide Mannschaften gut neutralisiert und dann passiert ein Einwurf und wir schlafen kurz bei dem Einwurf, dann ist Ecke, dann klären wir einmal, dann schlafen wir bei zweiten Ball und dann steht es 1-0 und natürlich ist dann brutal schwer. Dann baust du Gegner auf, dann passiert nochmal Freistoß und wird uns wieder eine Variante verkauft, oder wenn das Variante ist, aber wird kurz gespielt und nochmal geflankt und dann standen zwei oder drei Braunschweiger Spieler frei und steht 2-0 und dann weißt du auch nicht, wieso, weshalb, warum. Und dann, statt dass wir noch schneller nach vorne spielen, probieren ein bisschen Frequenz zu erzielen, dass wir Szenen oder das ganze Geschehen in gegnerische Hälfte oder 16er verlagern, haben wir hintenrum gefühlt jedes Mal 2,5 Minuten gespielt und so erzielst du natürlich keine Frequenz. Außer eine ganz, ganz kurze Phase, kurz vorm Schluss, haben wir keine gefährliche Situationen zwingen, Braunschweig auch nicht, aber die mussten dann auch nicht mehr, die haben 2-0 schon geführt. Und daher am Ende ärgerlich, aber irgendwo auch verdiente Niederlage. Vielen Dank, Daniel. Erleichterung ist groß heute Abend bei dir wahrscheinlich. Ja, Mersat, erstmal danke für die Glückwünsche. Ja, für uns ging es natürlich heute darum, primär ein Ergebnis zu erzielen. Es war ein hartes Stück Arbeit. Jahn Regensburg ist total unangenehm zu bespielen, weil durch diese hohe Aktivität, durch die vielen Zweikämpfe, auch ist das eine Mannschaft, die nie nachlässt, auch bei einem 2-0-Rückstand nicht. Und dementsprechend waren wir bis in die Nachspielzeit gefordert. Ich habe es auch so gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit, dass Jahn Regensburg die klaren Möglichkeiten hatten, dass wir da auch noch ein paar Unsicherheiten gezeigt haben. Aber ich finde, wir haben uns den Dreier in der zweiten Halbzeit verdient. Wildes Spiel, so, aber das sind ja viele Spiele. Jahn Regensburg versucht da auch ein bisschen zu provozieren, so diese unübersichtlichen Situationen und geht auch viel auf den zweiten Ball. Das schafft halt viel Unruhe. Uns ist es nicht immer gelungen, das Spiel zwischendrin zu beruhigen, auch ein bisschen Klarheit reinzubringen. Hatten dann ein bisschen Rückenwind nach den Toren und eigentlich auch ein paar ganz gute Umschaltsituationen. Am Ende spielt das aber alles keine Rolle, weil heute war nur entscheidend, den Heimsieg zu holen, um jetzt einen Auftakt zu haben und einen guten Auftakt zu haben und ein bisschen Selbstbewusstsein mitzunehmen für die schweren Wochen, die jetzt anstehen. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Das sieht nicht so aus. Dann war das kurz und schmerzlos. Sagen wir vielen Dank unseren Gästen eine gute Heimreise und ein schönes Wochenende.